Du willst als Investor vom Wachstum in Asien und dessen Wirtschaft profitieren, bist dir aber wegen der Entwicklung in letzter Zeit bei vielen chinesischen Aktien unsicher? Dann solltest du jetzt unbedingt aufpassen, denn dieses japanische Unternehmen hat in ganz Asien seine Finger im Spiel. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und wusstest du, dass wenn man als Aktionär in ausschließlich seinem Heimatmarkt investiert, auch den Home Bias genannt, dass man langfristig sehr viel schlechtere Renditen macht, als wenn man international investiert ist? Nun, falls du das nicht wusstest, dann lass dir das gesagt sein, denn viele, viele Studien belegen das. Und deswegen stelle ich hier auf diesem Kanal auch immer wieder internationale Unternehmen vor. So eben auch aus Japan, wo es ja auch schon eine Nintendo-Analyse gibt, die ich dir am Ende dieses Videos auch nochmal verlinke. Aber heute konzentrieren wir uns auf ein gigantisches Handelsunternehmen mit 700 Tochterfirmen. Näheres zur speziellen Konstruktion von diesem Unternehmen gibt es aber gleich. Erstmal wollen wir natürlich wissen, welche Ursprünge hat dieses Unternehmen. Und genau wie zum Beispiel Capcom, was ja auch sehr, sehr, sehr lang in die Geschichte zurückgeht, ist es bei diesem Unternehmen noch länger der Fall. Nämlich im Jahr 1858 hat ein Geschäftsmann namens Chubei Ito die Idee gehabt, in Osaka von Tür zu Tür Stoffe zu verkaufen und dann auch später Textilien. Das heißt, jedes gigantische Unternehmen hat irgendwann mal, und wenn es das Jahr 1858 ist, ganz klein angefangen. Da hat er natürlich irgendwann gemerkt, wenn man so von Tür zu Tür latschen muss, um die Kunden zu besuchen, dass es ziemlich anstrengend ist auf Dauer und dass es doch viel besser ist, wenn die Kunden zu einem selber kommen. Und das hat er dann eben auch im Jahr 1872 gemacht mit dem Laden Benichu, den er eröffnet hat. Und das war halt eben ein Laden, wo es vor allem ganz feine verschiedene Stoffarten und Textilien zu erwerben gab. Später wurde dann dieser Laden und auch die Firma umgenannt in Chubei Ito und Co. Und dann ist er irgendwann, ich glaube im Jahr 1903 oder so, gestorben und sein Sohnemann, der genauso hieß wie er, hat dann den Laden übernommen und zwischendurch hatte man auch versucht, zum Beispiel nach China und Korea zu expandieren, hat aber festgestellt, dass das enorme Hürden für das Textilgeschäft hatte. Und dann konnte man aber im Jahr 1910 so, das ist ja alles so ein bisschen vor dem Ersten Weltkrieg gewesen, in London eine erfolgreiche Dependance aufmachen mit teilweise auch sogar sehr viel höheren Gewinnmargen, weil es einfach aufgrund der ganzen Entwicklung in London und eben der internationalen, ja, zunehmenden Globalisierung, die damals schon eingesetzt hat, eben auch immer mehr spannende Expansionsmöglichkeiten gab. Vor allem natürlich dann im Rahmen des Ersten Weltkrieges, weil was braucht man natürlich in einem Weltkrieg neben den ganzen Waffen und den ganzen Maschinerien und so weiter? Natürlich jede Menge Textilien für die Uniform. Das heißt, das Unternehmen hat hier aufgrund der gestiegenen Nachfrage natürlich profitiert und auf der anderen Seite haben sie dann aber auch selber schon ihre erste Expansion gestartet in den Bereich Rohstoffe. Ja, vor allem Eisen und andere Metalle ist ein ganz, ganz, ganz wichtige Sparte, auch jetzt immer noch, in die damals die reingegangen sind, ebenso auch wie in die Produktion von beispielsweise Maschinerie. Dann im Jahr 1921 gab es aber einen kleinen Dämpfer, nämlich eine Rezession, und die hat unter anderem dazu geführt, dass Unternehmen sich aufgesplittet hat in einerseits ein anderes Unternehmen, Marubeni, und dann eben die andere Kernsparte noch selber weiterhin betrieben hat rund um das Textilgeschäft. Dann aber kurz vor dem Zweiten Weltkrieg hat man wieder einen Merger gemacht und ist dann sogar noch mit zwei anderen Firmen zusammen als dann gigantisches Unternehmen aufgetreten, welches natürlich dann auch für den Zweiten Weltkrieg enorm wichtig war, insbesondere, also das ist dann nach und nach immer mehr verlegt worden in dann Bereich Kriegsmittelproduktion und so, also alles, was halt eben leider in den Kriegen gebraucht wird. Ja. Dann, ja, wie ihr ja selber wisst,
Japan hat natürlich den Zweiten Weltkrieg dann verloren. Kurz nach Deutschland, als sie irgendwann aufgegeben haben, haben die Japaner auch gesagt, wir haben die Faxen dicke. Und 1950 bereits begann natürlich dann sehr stark der Wiederaufbau. Im Jahr 1950 konnte man schon an der Tokyo Stock Exchange wieder so richtig Gas geben, neue Aktien ausgeben, sich finanzieren und so. Und das war dann eben so ein richtiger Aufbruch, kann man sagen. Nicht nur Deutschland hatte ein Wirtschaftswunder, auch in Japan ging es dann richtig zur Sache. Unter anderem haben die auch aus tatsächlich Gefängnislagern in Sibirien irgendwo dann noch irgendwelche japanischen Kriegsgeneräle akquirieren können, die dann auch ihre tatsächlich Einflüsse und ihre Managementkompetenz hier in diesem Unternehmen tatsächlich großen Ausdruck verleihen konnten. Ja? Also die haben hier dann richtig Gas gegeben und in den 1960er, 70er Jahren hat man dann auch endgültig international in die unterschiedlichsten Branchen und Sparten expandiert, Joint Ventures gemacht, vor allem im Explorationsgeschäft, Erdöl und so weiter, aber auch in der industriellen Produktion und natürlich auch immer wieder im Handel. Und das ist auch eine Besonderheit von diesen Sogo Social Unternehmen. Dazu erzähle ich aber gleich noch ein bisschen mehr. Im Jahr 1972 war man dann auch das erste große Handelsunternehmen aus Japan, welches in China tätig werden durfte. Also jetzt kann man natürlich noch viele Sachen hier nennen. Also egal, ob ihr jetzt ein neues Atomkraftwerk in der Türkei bauen wollt oder in Thailand einen neuen Zug oder eben in China verschiedene neue Projekte umsetzen wollt. ITOCHU hat eigentlich immer seine Finger irgendwo im Spiel. Und das ist unter anderem einer der Gründe, warum im Jahr 2020 Buffett sich entschieden hat, 5% des Unternehmens neben auch noch anderen großen japanischen Unternehmen zu kaufen und das Ganze sogar vielleicht aufstocken zu wollen auf noch 10%. Ja. Der Marktwert insgesamt, wenn ich das Ganze mal in Euro umrechne, also ein Euro ist ja ungefähr 130 japanische Yen. Dann haben wir hier eine Marktkapitalisierung von aktuell 37 Milliarden Euro bei einem Umsatz im bereits abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 von 79 Milliarden Euro und einem Gewinn von 3 Milliarden Euro. Ja, also typisch Handelsunternehmen, mehr Umsatz als überhaupt der gesamte Marktwert beträgt, aber eben natürlich eine niedrige Gewinnmarge. Und jetzt gucken wir uns mal so ein bisschen näher das gesamte Konglomerat an und in welchen Branchen sie eigentlich überall tätig sind. Das ist also von der Unternehmensform her, nennt man das in Japan Soho Socha, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Und das ist so ein bisschen eine japanische Besonderheit, nämlich dass diese Handelsunternehmen sehr, sehr, sehr breit diversifiziert sind, sich also nicht auf irgendwie eine Branche wie zum Beispiel Sportartikel oder nur Textilien fokussieren, sondern wirklich in den gesamten industriellen Sektor tätig sind, aber auch im, zum Beispiel in der Fischereihandel, wo sie hier mit Nahrungsmitteln und so weiter mit dabei sind, in den gesamten wirtschaftlichen Kreislauf eigentlich eingreifen und aufgrund ihrer gigantischen Größe auch zum Beispiel Finanzierungsgeschäfte und so weiter noch machen, sowie Beteiligungen. Also falls ihr das sehr hörenswerte Hörbuch oder auch das Buch Shoe Dog von Phil Knight beispielsweise kennt, da wisst ihr auch, er hat ja damals mit Unizuka beispielsweise angefangen, seinen ersten Schuh zu importieren nach Amerika, um ihn dort zu verkaufen. Und dann hat er aber irgendwann sich verworfen mit dem Unternehmen. Und dann wurde er quasi von so einem ähnlichen japanischen Unternehmen quasi gerettet, die dann ihn eben finanziert haben, sodass er eben immer die ganze Ware erstmal produzieren konnte, die er dann unter seiner eigenen Nike-Marke weiter verkauft hat. Ja, und solche Unternehmen finanzieren dann zum Beispiel auch eben andere produzierende Gewerbe. Also eine gigantische, kann man sagen, nicht nur Expansion einerseits in andere Länder, wobei die größte Exposure immer noch in Japan ist, sondern eben auch, was die einzelnen Sektoren betrifft. Ja. Jetzt kann man das Ganze mal aufsplitten und das ist ganz interessant, wenn ich euch hier den Screenshot einblende, dass eigentlich je nachdem, ob ich nach Profit, so wie ich hier, oder nach Umsatz das Unternehmen aufteile, ziemlich andere Verteilungen hier der Gewinne bzw. Umsätze zustande kommen. Der wichtigste Bereich für den Gewinn des Unternehmens sind tatsächlich noch die Rohstoffe, also vor allem natürlich Eisenerz. Ja. Und hier sieht es natürlich auch so aus, also auch seltene Erden und so sind hier dabei, dass natürlich dann entsprechend auch je nach
globaler Angebot-Nachfragesituation die sinkenden Preise für dieses Unternehmen natürlich katastrophal sein können, so wie eben steigende Preise aber natürlich gut für dieses Unternehmen sein können. Dann, wie gesagt, 8% Maschinen, 7% Joint Ventures in den unterschiedlichen internationalen Bereichen, wie zum Beispiel hier dieses Projekt für das neue Atomkraftwerk in der Türkei, wo allerdings mittlerweile ITOCHU, muss man sagen, sich auch zurückgezogen hat, weil man sich mit der Finanzierung und dem türkischen Staatspräsidenten nicht einig werden konnte. Dann der finanzielle Bereich, also wo sich hier andere Unternehmen finanzieren, ist auch sehr wichtig. Unter anderem hat man hier eine Investition in CITIC Limited, was ein Finanzdienstleister aus staatlicher Perspektive in China ist. Und dieser Bereich macht 20% des Gewinns. Dann gibt es noch generell allgemeine Produkte und sogar auch noch ein bisschen Realty, also Einzelhandel. Nahrungsmittel machen zwar einen Großteil des Umsatzes, aber nur einen kleinen Teil des Gewinns aus. Und dann eben auch noch Energie, chemische Stoffe und Energieproduktion. Also man kann hier eigentlich sehen, das ist ein sehr, sehr, sehr breit diversifiziertes Unternehmen. Und das, finde ich, macht es, wenn wir uns jetzt die Bewertung auch anschauen, ziemlich interessant für so einen Investor aus Europa, weil er einerseits natürlich hier eine geografische Diversifikation hat und auf der anderen Seite man aber jetzt nicht zum Beispiel dieselben Kostenpunkte hat, wie wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen japanischen ETF beispielsweise ins Depot lege, weil so eine einzelne Aktie hat natürlich keine ETF-Gebühren. Ja? Und das ist auch so ein bisschen das, was ich in den letzten Videos auch schon so habe anklingen lassen in der heutigen Zeit. Ja, ETFs haben absolut ihre Berechtigung, aber solche Unternehmen beispielsweise sind halt eben teilweise selber schon eine Art Mini-ETF, die man je nach seiner eigenen Strategie, finde ich, auch ganz gut einbauen kann. Wie immer ist es aber nur meine persönliche Meinung. Ich besitze die Aktie selber jedenfalls noch nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Schauen wir uns mal einfach die Entwicklung der letzten 5 Jahre an. Da sehen wir eigentlich hier ein sehr schönes Bild. Denn einerseits konnte in den letzten 5 Jahren der durchschnittliche Umsatz pro Jahr um 15,3% gesteigert werden und der Gewinn pro Aktie um 12% jedes Jahr. Und das Ganze bei einer Nettomarge von 3,8%. Das ist halt eben auch einer der größten Risiken, wenn ihr mich fragt, was Handelsunternehmen allgemein angeht. Also diese schwachen Margen im Vergleich. Ja. Und auf der anderen Seite eben auch keine wirklich sehr, sehr, sehr großen Burggräben und sehr hohe Konkurrenz im Bereich Handel. Weil für ein Atomkraftwerk oder für ein neues Projekt, was irgendwo in Planung ist, gibt es natürlich dann ein Ausschreiben und viele, viele Dutzende oder Hunderte von Firmen, die sich dann für die einzelnen Bauten oder so bewerben. Und somit ist es natürlich immer eine große Konkurrenzsituation. Aber wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel auf den Energiesektor hier konzentrieren, es ist halt nun mal so, dass gerade Japan einfach ein hervorragendes technologisches Know-how hat, auch was zum Beispiel Atomkraftwerke und so weiter angeht, und dass dieses internationale Know-how für viele, viele andere Unternehmen von Asien bis hin zu Europa eben einen enormen Wert hat. Und deswegen, gerade wenn man jetzt zum Beispiel an dieses Projekt Seidenstraße und so weiter denkt, wo viele immer nur China irgendwie auf dem Schirm haben, so wird es so sein, auch wenn man sich die Investments in andere asiatische Länder anschaut, dass japanische Unternehmen hier ganz klar immer auch mit dabei sind, weil sie einfach so ein einerseits technologisches Know-how und auf der anderen Seite eben schon eine seit Jahrhunderten andauernde Verstrickung von Erfahrungswerten in eben ganz Asien haben und auf der anderen Seite eben die Rechtssicherheit für ein Investment in Japan meiner Meinung nach definitiv besser gerankt werden kann als jetzt in China. Ja. Der Piotrowski F-Score ist auch absolut solide mit 5/9 und eine andere sehr schöne Entwicklung ist, dass die Verschuldungsquote eben in den letzten Jahren auch reduziert werden konnte von 80% auf 65%. KUV in Bezug auf 2021 beträgt 0,45 und das KGV beträgt 12,3. Also
Ich habe ja immer auch gesagt, KGV an sich ist nicht aussagekräftig, sondern man muss es immer ins Verhältnis auch setzen zum Wachstum. Wenn wir uns das Verhältnis hier zum Wachstum anschauen, dann finde ich doch ein KGV jetzt, wenn wir all die ganzen Punkte so gegenüberstellen, eigentlich schon relativ interessant. Und ich habe jetzt das Ganze auch mal durch meinen Sony Stocks Free Cashflow Screener durchgejagt und eine kleine Bewertung gemacht und bin jetzt hier von einem relativ moderaten Free Cashflow Wachstum angenommen, wo ich sogar die sehr gut gelaufenen Geschäftsjahre 2019 und 2020 so ein bisschen ausgeklammert habe. Und dann bin ich zu einem Ergebnis gekommen. Ja, hier steht es, 45%. Und jetzt denkt ihr euch, was bedeutet diese 45%? Meiner Meinung nach beträgt die faire Bewertung, wenn wir uns den aktuellen Kurs angucken von ungefähr irgendwie 3000 noch was Yen pro Aktie, 45% nach oben. Das heißt, meiner Meinung nach, in meinen Berechnungen nach und Annahmen ist diese Aktie aktuell ein Kaufwert, weil eben der faire Wert 45% circa über dem aktuellen Börsenpreis liegt, den man für dieses Unternehmen zu zahlen hat. Ja. Und jetzt gibt es natürlich wie immer einige Risiken, einige Chancen. Risiken, wie gesagt, habe ich ja gerade auch hier angesprochen. Gerade bei Unternehmen mit kleinen Margen ist es natürlich so, dass der Rückgang beispielsweise einzelner Rohstoffpreise eben direkt auch mal zu einem Verlust führen kann. Wenn ihr euch jetzt auch die einzelnen historischen Daten mal im Vergleich anschaut, dann seht ihr, dass ITOCHU zwar in Wirtschaftskrisen wie 2008 keinen sehr starken Gewinnrückgang, sondern nur so von ungefähr 20% Gewinnrückgang hatte und trotzdem noch Gewinne gemacht hat. Ja? Und dass auf der anderen Seite die Margen zwar ziemlich stabil sind, wenn wir jetzt weit genug rauszoomen, dass sie aber von einem Jahr zum anderen Jahr immer sehr stark schwanken können, je nach Entwicklung eben einerseits hier von Preisen und da natürlich die Marge insgesamt so niedrig ist. Ja? Und das macht natürlich dementsprechend auch immer die Bewertung gar nicht so einfach zu jedem gegebenen Zeitpunkt. Aber ich denke, gerade wenn wir jetzt nochmal diesen ganzen Japan-ETF-Charakter, wenn wir jetzt auch noch zum Beispiel die Rechtssicherheit mit einpreisen, wenn wir das zukünftige Wachstum und auch die Wandlungsfähigkeit hier von einzelnen Geschäftsbereichen und die Investmentkraft, die das Unternehmen hat, noch berücksichtigen, dann finde ich, ist das hier definitiv eine, ich kann nicht sagen lohnende Investition, weil ich kann natürlich auch nicht selber in die Zukunft gucken. Ich kann nur in die Vergangenheit sehen und da sieht es halt einfach bei ITOCHU sehr, sehr, sehr solide und gut aus und ich denke mal, wenn Buffett hier investiert, wird er sich auch unter anderem ein paar Gedanken gemacht haben und meiner Meinung nach, ja, kann ich nur sagen, ist dieses Unternehmen aktuell kaufenswert. Das aber nur meine Meinung, wie immer und wie ihr auch immer wisst, jede Aktie, die man sich ins Depot legt, kann Verluste machen oder bis hin zu einer absoluten Verlustposition werden, wo man sein ganzes eingesetztes Kapital verliert. Und deswegen rate ich natürlich, dass man immer mehrere Eier hat im Korb und nicht alles nur auf ein Pferd setzt. So viel erstmal zu ITOCHU. Ich bin gespannt, ob ihr euch das Unternehmen schon mal näher angeschaut habt und was eure ganzen Annahmen dazu sind. Und wenn du bisher noch kein Aktiendepot für 2021 hast, schau mal hier unten drunter in der Videobeschreibung nach. Da habe ich dir einen Link zum Smart Broker gelistet, den ich auch selbst nutze, um Aktien zu kaufen. Vor allem, wenn man jetzt über 500 Euro Aktien kauft, dann kann man nämlich gebührenfrei dort über die Getex-Börse auch handeln. Okay, das war's jetzt für die aktuelle Analyse. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.